Hallo Freunde der käuflichen Liebe und ich heiße euch willkommen zurück zu Let's Play FIFA 17 im Karrieremodus bei Hannover 96, eigentlich momentan ausgeliehen an den FC Blackpool. Gucken wir mal, wir sind jetzt beim nächsten Spieltag, beziehungsweise wenn ich mich nicht irre hier Pokal, ne? Genau. Training können wir nicht machen, oder doch? Doch. Dann machen wir nochmal ein Training. Und zwar, was nehmen wir denn? Was muss denn verbessert werden? Fernschüsse, Volleys. Ja. Muss. Als Stürmer wäre nicht schlecht. Dribbling, Ballkontrolle. Ja, machen wir. Dann, was haben wir noch? Abwehr passen. Flanken und lange Pässe. Ja, sollte auch, ne? Dann, was haben wir noch aus der Kategorie? Ja, Rondo, Tor, voller Stahlpässe, kurzer Pass. Und Übersicht. Ja, nehmen wir das. Und... gut, passen haben wir jetzt nicht mehr. Schuss, haben wir da noch irgendwas? Nein, Standards. Elfmeter, oh. Na ja, komm. Gut. Na, simulieren wir mal. Jawohl. Gut, dann weiter zum nächsten Spiel. Gegen Brighton. Okay. Wir stehen wieder in der Startformation. Halleluja. Oh, Trikots lassen wir. Oh, konditionell ist das auch alles noch tutti. Bin ich aber jetzt auf die Übung gespannt, die ich vor dem Spiel machen soll. Letztes Mal gab es eine kleine Überraschung. Normalerweise ist es ja immer Elfmeter. Oh, diesmal auch nicht. Junge, ich bin begeistert. Jetzt ein bisschen Wasser einschenken hier. So, überwinde die Verteidiger und weiche den Hindernissen aus, um aufs Tor zu schießen. Bonuspunkte gibt es, wenn du Ziele triffst. Na, gucken wir mal. Oh Gott. Ah, verdammt. Jawohl. Na, jawohl. Ah. Nein! Auch ernsthaft. Ah. Jawohl. Na, immerhin. Ah, Rang C. Gut, weiter zum Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zu dieser hoffentlich spannenden Begegnung im englischen Ligapokal. Darauf hoffe ich auch. Und auf geht's. Heute heißt es Brighton and Hove Albion gegen Blackpool. Blackpool präsentierte sich ja top in Form beim Auswärtserfolg, als man gegen Stevenage spielte. Ein unglaubliches Spiel war das zuletzt. Heute aber wird das eine viel, viel schwierigere Angelegenheit. Das kann durchaus sein, dass es heute nicht reicht.
zu. Das ist nice. Natürlich wird das reichen. Hoffe ich. Und ab geht's. Und es geht los mit dieser Begegnung im englischen Ligapokal. Und wir dürfen sehr gespannt sein, wie die beiden Teams hier ins Spiel finden. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Jetzt trennen die doch auch mal von Bayern. Das mache ich nur die Fehler. Das könnte gefährlich werden. Na, komm. Ah. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Schade. Es gibt Ecke. Mist. Die Chance bekommt. Ah. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Hat er recht. Seine Torchance. Das könnte die Führung geben. Na, jawohl. Was für ein Tor. Ganz starkes Tor. Da hat alles gepasst. Schön, schön, schön. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und nach 11 Minuten haben wir hier den ersten Treffer. Gutes Taking. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Er zieht ab. Ach. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Sie müssen jetzt konzentriert verteidigen bei dieser Ecke. Ah, man muss ja auch seine Fernschüsse mal testen, ne? Versuch's mit dem Kopf. Mit der Faust kann er hier retten. Er findet keinen Mitspieler mit der Ecke. Der Ball ist weg. Sehr guter Einsatz. Macht er ihn. Guter Schuss. Und das wäre fast ein Tor geworden. War sogar mit links, glaube ich, ne? Jupp. Dunk. Da gewinnt er den Zweikampf. Jetzt vielleicht. Wie bitter. Der Ball geht ins eigene Tor. Eigentor, das ist bitter. Unfassbar. Wie ein Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genauer anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Okay. Das Eigentor müssen sie abhaken. Das darf jetzt keine Rolle mehr spielen. Ah, Scheibenklar ist da verpasst. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Super Einsatz! Da kann er ihn stoppen! Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Er noch ran, den Ball hat er, ganz souverän. Das könnte eine Gelegenheit werden. Na, komm. Sehr guter Einsatz. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt, der Gegner hat den Ball. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Sehr gut gemacht, er hat den Ball. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Geht er rein?
Abseits. Er ist zu früh gestartet. Ja. Scheiße. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Und er gewinnt den Zweikampf. Jetzt wird's gefährlich. Da kommt der Schuss. Und den Ball hält der Torhüter fest. Schlechter Abschluss. Ich eigentlich mehr ins Eck platzieren. Er nimmt ihm den Ball ab. Wird's jetzt gefährlich. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie erschießen. An den Pfosten und dann ins Tor aus. Aus dem Winkel. Das könnte die Chance werden. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Mit der Flanke hat der Verteidiger kein Problem. Gibt Einwurf. Das könnte gefährlich werden. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Oh. Und das Tor! Was war das denn? Das war doch kein Torschuss, oder? Das sollte doch eigentlich ein Pass sein, mit Sicherheit. Die sind richtig gut drauf heute. Ein weiteres Tor. Und der Gegner muss aufpassen, dass ihm das hier nicht komplett entgleist. Das war doch kein Torschuss. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Ah, verpasst. Norbert am Ball. Emet. Sehr gut aufgepasst. Komm, Hund, ja. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Nein, geh doch. Spielt den Ball in den freien Raum. Macht er ihn! Jawohl! Brillant gemacht! Klasse Aufbauspiel und das Tor dann fast folgerichtig. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Gutes Ding. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. 4-0, erste Halbzeit. Das sollte wohl. Emet. Das sollte es wohl sein. Wird das eine Torchance? Das könnte die Gelegenheit geben. Und er schießt. Ja. Der Ball ist drin. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Schön, schön, schön. Korrigiere 5-0. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5:0. Da wird die Nachspielzeit angezeigt. Wir bekommen... Ersetzt. Da kommt der Schuss. Oh, geil. Ein wunderschöner Treffer. So muss man den Ball erstmal treffen. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. In den Winkel. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. ...6:0. Einbahnstraßenfußball ist das heute. Oh.
mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt vielleicht. Na? Da passt er auf und hat den Ball. Ein Pfeifer. Geht doch. Das Debakel ist schon nach Halbzeit 1 perfekt. 6:0 der Zwischenstand. In der ersten Hälfte hat er richtig gut gespielt, oder Buschi? Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen... Das könnte gefährlich werden. Okay, dann, was hat denn der Trainer zu sagen? Oh, diesmal nicht zu meckern, ich bin begeistert. Gute Übersicht, schöner Schuss, schöne Übersicht, beeindruckende Übersicht, bla. Er mag mal eine Übersicht, habe ich das Gefühl. Gut, dann ab in der zweiten Halbzeit. Zweiter Durchgang läuft. Weiter geht's im englischen Ligapokal. Das ist jetzt seine Chance. Nimm die Flossen weg. Er versucht. Jawohl. Der ist drin. Da kann der Torwart überhaupt nichts machen. Ja, ne? Und da macht er sein zweites Tor. Oh, zweites? Okay. Hier nochmal dieser Treffer. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Norwood. Das könnte der schießt er ihn rein. Jawohl, da ist der Dreier. So. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Bam, Junge. Und mit dem Tor ist der Dreierpack perfekt. Richtig starkes Spiel. Sie bekommen ihn nicht wirklich in den Griff. Gut. Aufgabe erfüllt. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. Ich mal so, behaupten. So viel können wir schon mal festhalten. Oh, das gibt's doch nicht. Der tanzt mich jedes Mal kein aus. Kein Gesang. Nichts kommt mehr von den Rängen. Ja, die Mannschaft zeigt einfach ein schlechtes Spiel und die Fans lassen sich jetzt davon anstecken. Dabei brauchst du genau in dem Moment die Unterstützung der Anhänger. Das könnte die Spieler nochmal pushen. Und er pfeift abseits. Ach so. Mats Hummels ist zu Bayern München gewechselt und verlässt Borussia Dortmund. Ah, shit. Also mit ihm verstärken. Okay, sie da sich hätte ich jetzt Fall, nicht damit gedacht, dass ich da Transfer. Gleich einen Pass kriege. Die eigentlich einen langen Pass anfordern. Kommt, Jungs, holt ihn euch. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Komm, jetzt könnte es gefährlich werden. Und jetzt der Und? Schuss. Den hält er super. Es gibt Ecke. Oh, okay. War nicht immer noch irgendwas mit Auswechslung. Und ein Kopfball. Jetzt schießt na. Yes. Wie macht er den denn rein? Gefährlicher Eckstoß. Oh, der Cap, aber nicht besonders Cap, gut verteidigt. Cap. Und so fällt hier das Tor. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Ach. Der Ball kam gut rein. Mein Kopfball, steht er auch genau richtig. Sehr gut gemacht. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Da gewinnt er den Zweikampf. Das könnte gefährlich werden. Und jetzt ein Schuss. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Schlechter Versuch, ich weiß, aber ich will noch meine Fernschüsse ein bisschen. Ihm gelingt heute fast alles, ist quasi nicht zu verteidigen. Mhm. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Hey, Matt.
Wird das eine Torchance? Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Hallo, verdammt. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Hui. Mensch, nun passt doch. Hat doch eben schon gesagt. Jetzt müssen sie aufpassen. Er ist frei, da kann was draus werden. Ah, schön, dass keiner mitläuft. Und nun ein Schuss. Oh, nee. Souverän nicht gemacht mit links. Vom Torwart. Das lassen wir lieber. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oh nein, nicht schießen. Er spielt den Steilpass. Da kommt der Schuss. Ach. Und das gibt Eckball. Ne? Oh, schön mit der Klöte abgewehrt, wa? Jetzt wird es den Wechsel geben. Oh, Matt raus. Okay. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Macht er ihn! Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Ja, das gibt Eckball. Ach, echt? Alles andere wäre auch ein Huhn gewesen. Und hier die beiden Teams im Vergleich, hier ist das Eckenverhältnis. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Jetzt haben sie den Ball. Ja, warum denn nicht? Man muss es auch mal aus der Distanz versuchen. Und gleich der nächste Eckstoß hinterher. Also über mangelnden Support der Fans kann sich hier heute keiner beklagen. Aber ganz und gar nicht. Die machen mal richtig Alarm. So, die letzten. Kein Problem. Der Torwart ist da beim Eckball. Das könnte die Chance werden. Und weiterspielen. Jetzt vielleicht. Nein, doch, ja. Ich hab den schon was? Gesehen, nee. Ja, aber nicht mit dem Verteidiger. Er kommt da tatsächlich noch Alter, vor der Torlinie da drin. Ich geh jetzt kaputt. Wird's gefährlich. Da zieht er ab. Oh, will jawohl. Endlich mal ein Fernschuss drin. Also einer ohne Effe. Ohne Effe. Bautz. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sauber vom Ball getrennt hier. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Norwood. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Komm. Murray. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Und den spielt er gleich wieder zurück. Jetzt haben sie den Ball verloren. Oh.
Oh, lauf weiter. Das ist jetzt Schussversuch. Oh, jawohl. Ein fantastischer Treffer. Schönes Ding. Klasse platziert. Der Ball fliegt in den Winkel. Auf jeden Fall gut für die Tordifferenz, das Ding. Ne? Ein weiterer Treffer in der Nachspielzeit. Ja, die lassen hier wirklich keine Gelegenheit aus. Geil. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Schönes Ding. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können. Oh. Irgendwie. Ach, wie soll das denn gehen? Das. Da pfeift der Freistoß. Ja. Ja, culpa. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gute Idee, dieser Ball. Der Ball läuft gut heute bei Ihnen. Ja, und Sie bieten sich auch immer... Er zieht ab! Oh. Da macht er ihn rein! Da setzen Sie noch einen drauf und spielen es hier, und das finde ich gut, konsequent zu Ende. Kurz vor Schluss legen Sie hier nochmal nach. Ja, das Spiel ist natürlich längst entschieden, aber klar, so eine Chance nimmst du trotzdem gerne mit. Mhm. Wieder schön ins lange Eck. Dominante Vorstellung heute. Wie lange ist er eigentlich noch? Muss doch gleich Feierabend sein. Ja. Vor dem Tor. Ja. Und das war's. Genau, nämlich jetzt. Eine eindeutige Nummer war das heute. Der Pokaltraum lebt. Er lebt weiter. Sie haben dieses Spiel gewonnen. Wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Er hat sie quasi im Alleingang zum Sieg geschossen. Alles klar, damit sind wir auch schon wieder am Ende des Parts angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Mal gucken, eventuell werde ich vielleicht sogar die Schwierigkeit mal erhöhen. Ich weiß gar nicht, ob das während der laufenden Saison oder während des laufenden Spiels überhaupt geht. Aber mal gucken. Also langsam wird es doch ein bisschen eintönig. Aber was haben wir hier denn? Trainerfeedback. Wenn kein Mitspieler besser postiert ist, solltest du versuchen, zumindest aufs Tor zu schießen. Alter. Deine Kurzpässe lassen zu wünschen übrig. Mhm. Und deine wichtigen Pässe sind klasse. Okay. Dann nehme ich jetzt mal so hin. Hier haben wir hier noch. Nicht einen Schuss aufs Tor von dem, von uns 23. So 23 Schüsse, 18 davon aufs Tor. Ballbesitz 58%. Okay, 26 Zweikämpfe. Mann, dummer. An hier. Ein Foul, 7 Ecken, 78% Schussgenauigkeit, 89% Passgenauigkeit. Okay. Alle Klärchen. Dann, ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal oder vielleicht sogar bei einem meiner anderen Videos auf meinem Kanal einschalten würdet. Hinterlasst doch gerne auch einen Kommentar, einen Daumen hoch oder meinetwegen auch einen Daumen runter. Ist ja auch im gewissen Sinne Kritik, von daher, ich bin erstmal raus. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.